Voll halt morgen selbst noch. Ich habe ein Auto gefunden. WTF hat da mal. Ja. Und damit ging das Abenteuer Autoborgen los. Lader mit zwei Rädern. PvP oder PvE? PvP. Und nicht abgeschlossen. Das ist natürlich schlecht. Natürlich nicht. Der ist free. Und wo ist der? Ich bin direkt über B4, also in C4 quasi, die unterste Stadt am Wasser. Uff. Ha. Also da, wo die Küste da ist? Ja. Ja, ist halt relativ nah beim Trader, ne? Das ist relativ nah beim Trader, ja. Natürlich Premium, wenn ich irgendwo hier in so einer Garage greifen finde. Und das Gute ist ja heute, ignorieren die Trader auch deinen Fortschritt, ne? Okay, wie viel kriegt man pro Auge? Pro Auge? 2,50 bei dem Trader. Und damit war es klar. Wir brauchen Teile, um das Auto fahrbereit zu machen. Ja, versucht ihr irgendwie einen Pfeil und Bon zu machen und so viele Zombies auf Safe zu killen und dann Geld zu machen. Ich würde mich dann einfach auch auf den Weg machen. Mit dem Fahrrad ging es dann nun Richtung Trader, um dort ein bisschen Geld zu verdienen, um das Nötigste zu finanzieren. Junge, ich war gefühlt eine Zelle weit weg und du bist jetzt mal eben fast 2,5 schneller gefahren. An dem Außenposten angekommen, habe ich direkt nachgeschaut, was wir benötigen, um das Auto wieder flott zu bekommen. 1200. Ist sogar ein Stück günstiger. 1200? Ja. 1233. Ja, damit, dass ich jetzt die Axt für einen guten schmalen Dada verkaufen konnte, könnte ich effektiv zwei kaufen. Weil was? Zwei Räder? Ja. Dann wir können auch dein Fahrrad verkaufen für 1700. Was können wir verkaufen? Das Fahrrad. In Zahlung geben. Ja, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, würde ich sagen. Nicht verkaufen, ja. Wobei es wäre wahrscheinlich schlauer, wenn du das Fahrrad nimmst und vorfährst, oder? Macht keinen Unterschied, weil du das Benzin hast. Ah, okay. Mit zwei Reifen im Gepäck und einem Spritkanister sind wir dann zurück zum Auto. Du siehst irgendwie ein bisschen aus wie Savior, ne? Du, Alter. So, von der Rückansicht. Schon. Irgendwie ist das auch ein bisschen asozial, da ich mir im Fahrrad so hinterher. Ich bin einfach der Coole, der so ein Fahrrad zum Geburtstag gekriegt hat und du bist einfach der hinterher rennt. Ja, da würde ich mir jetzt fast auch wünschen, dass ich einfach so ein Damenrad gekriegt habe, womit wir beide fahren können. Ja, Mann. Ich brauch gar nicht mehr Rad. Du musst mitkommen, ne? Ich habe keine Verteidigung, nichts. Sollen wir ein bisschen langsamer laufen, Digga? Dass wir nicht ganz so laut sind. So eine Stufe weiter runter. Nach gut einer Stunde Fußmarsch haben wir unser Ziel endlich erreicht. Oh Leute, hier ist er halt echt noch. Aber ich hab den Digga, Motor zugelassen. Irgendwer war hier. Aber der Wagen hier war es noch da. Ach, na danke. Ja, keine Ahnung. Wolltest du wieder ein Ding machen? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, geh vorne hin mit dem Reifen in der Hand. Ja, wait. Und dann montieren. Ja. Warte. Das ist so cool gemacht, ne? Ja. Dieser Wind, ne? Der macht mich immer so nervös. Ach. Oh, hinten rechts ist schon gelb. Beide hinten sind gelb. Nein, das ist nicht schlimm. Batterie werde ich noch machen müssen, ne?
Nee, eigentlich nicht. Nicht? Dies war komplett leer. Geh mal rechts ran. Ja, warte, warte, lass mich eben die Batterie wieder reinschmeißen. Ist da Batterie drin, Digga? Guck da vorne. Oh, wo schieben wir jetzt? Müssen rechts, wir rechts. Ne? Bei dem Tempo können wir dann eigentlich auch in die Stadt schieben. In welche Stadt? Was zum Händler. Ja, ja, wollte ich ja. Aber das Problem ist halt, wir haben kein Schloss, Alter. Naja, lass es dir lieber verstecken irgendwo. Ja, hier sind überall Mauern. Damit sind wir an unserem ersten Hindernis angekommen. Let's go, baby. Digga, wenn es gleich bergab geht, dann geht's richtig ab. Ach, oh, nein, nein, nein. Nein. Digga. Oh, wir hätten weiter schubsen müssen. Ja, wir hätten weiter schubsen müssen. Ja, er muss quer stehen. Er rollt sonst. Komplett unsauber. Digga, gleich explodiert das Ding. Hui. Lass es doch einmal auf safe machen jetzt. Jetzt kann er nirgendwo mehr hinrollen. Es ist alles safe. Meinst du? Ja, ja, safe. Der kann irgendwo hin. Okay. Das ist hier lang, weil jetzt nicht so steil. Ich glaube, wir laden Kreuze tatsächlich sogar die Batterie auf. Warte mal. Haben wir einen Anlasser? Weiß ich nicht. Ich glaube, da ist einer drin. Drei Kreuze, wenn wir in der Green Zone sind, Alter. Ja, Mann. Schaffen das, Digga. Ich hab keine Ausdauer mehr. Schau nicht. Ich kann jetzt hier nicht losfahren. Ah! Der hat einfach losgelassen. Aber Handbremse ist dran. Nee, ich halte den noch. Achso, okay, warte. Ja, meine Ausdauer lädt sich auch langsam auf. Was natürlich überkrass wäre, wenn wir jetzt hier vorne einfach irgendwo ein Dingens hätten. Ein Bötchen. In der Garage und sitzt. Ach so, ja, das wäre übergut. Aber dafür müssten wir halt durch die Stadt gehen und gucken. Oh. Naja, ich habe auch keine Ausdauer mehr. Ja gut, hier kann er eigentlich nirgends mehr hinrollen. Oder man probiert halt echt den Sitz umzubauen. Ne? Na, es wird nicht gehen, Digga. Der heißt ja explizit Beifahrersitz. Ja, ist das so? Sollen wir es nicht eben probieren? Wir haben nichts, was haben wir zu verlieren? Ich weiß noch nicht, wie du in diesen Wartungsmodus gehst. Im Wagenheber. Mit der Idee haben wir den Beifahrersitz ausgebaut und wollten diesen als Fahrersitz montieren. Ist ja scheißegal, leider ohne Erfolg. Na, Karosserie links entfernen. Ich kann ihn halt echt nicht da dran schmeißen. Sad life. Ja, was natürlich richtig geil wäre, wenn jetzt hier jemand vorbeikäme und sagt, yo ey, was braucht ihr? Ja, ein Sitz, ja, wartet kurz. Das wäre richtig nice. Das wäre wirklich cool. Das wäre nice, aber wird nicht passieren. Ja, das nun endlich auf der Straße angekommen, gingen die großen Träume vom Fahrzeug direkt weiter. In dem ersten Vorort angekommen, haben wir dann mit viel Hoffnung die Garagen abgecheckt, um dort eventuell einen Fahrersitz zu finden. Das wäre einfach zu krass, wenn da ein Sitz wäre irgendwo, Alter. Das wäre sexy gewesen, ja. Das war so langsam. Nein, nicht? Ach, Digga, er nimmt meinen Ach, krass, dass er manchmal das einfach das nicht mehr macht. Ich stelle ihn einfach jetzt hier rein. Beim Außenposten angekommen, haben wir das Auto erstmal in Sicherheit gebracht, um dort in Ruhe einen Fahrersitz zu montieren. Ich denke mal, das ist ziemlich unauffällig. Endlich! Mhm. Digga, das war jetzt aber auch wirklich ein Einsatz. Boah, jo, das war richtig Blut und Schweiß. Ich find's auch so mal cool, wenn man das durchgezogen hat, Alter, ganz ehrlich. Beifahrersitz, Fahrersitz, 1000. Sag ich mal, guck mal, was die Türen kosten, mal auf ganz blöd. Ja, mach mal. Äh.
Oh. Anderthalb pro Tür, also 3K. Naja. Meine Fehler sind nochmal ein Problem. Ja, nur falls. Ja, gut, müssen wir wieder herfahren, ja. Kannst sagen. Hä? Hey, hab ich jetzt irgendwas bezahlt? Ja, ich kaufe jetzt gleich nochmal eben schnell einen Kanister. Fange meine Hand dann ans Auto am Rahmen und dann F gedrückt halten, Service. Wagenheber am Fahrzeug montieren. Da ist er. Da ist er, der Thron. Willst du fahren oder ich fahren? Ne, fahr ruhig, dann gehe ich hier meine rauchen. Die ersten Startversuche zeigten, dass die Batterie scheinbar nicht genug geladen hatte. Also wechselten wir die und schauten, wie es weitergeht. Macht da nichts mehr? Ne. Ja, gut, dass wir eine gekauft haben. Machst du eben Haube auf? Laden? Ich will ihn nicht laden. Ach, Batterie entfernen. Sag, du musst den Wagenheber da drunter schmeißen, damit du die Batterie tauschen kannst. Ja, ist halt Service halt. Hä? Oh, Junge! Ich hin. Wo will ich hin? Was ist mit ihm? GTA-Basis. Ja. Oh, boy! Wir haben fucking Auto, Alter. Ah, ist das schön, Digga. Einfach Meter machen. Ah, oh, Junge, ist das geil. Ja. Wir müssen zu Hause mal testen, ob man das Fahrrad in den Kofferraum schmeißen kann. Ja, haben wir auch schon gedacht. Und da mal eben in die Fahrzeuggarage. Schon mal ein paar Reifen und Reparaturskits mitnehmen. Und gleich die Karre mal eben durchreparieren. Aber vorsichtig rein, nicht, dass irgendwelche Mechs warten. Obwohl, komm, Arschlecken, nein, wir fahren erst nach Hause. Ah, ja, wir haben auch Rapkits zu Hause. Ja, ist so. Lass lieber eine Tür dran machen und direkt ein Schloss und dann erstmal. Ja. Ist das Ding erstmal abgehakt. Digga, wie lange wir nicht mehr an der Base waren. Holy shit. Ja, war jetzt 4 Stunden nicht mehr da. Ja. Das fing alles an mal eben. Ich komme runter, nehme meine ganzen Pollen mit. Und von da aus, ja. Bis jetzt. Ah. Ich bin sehr durstig. Aber leider ist striktes Trinkverbot im Auto. Ja. Die guten Sitze. Ja. Wir sind gleich da, da kannst du trinken. Ja. Es wird im Auto nicht getrunken. Da rannte erstmal wieder so ein pinker Jockel rum. Echt? Ja. Nicht gesehen. Finally, alter Verwalter. Ja, dann hol mal die Tür und ein Schloss. Ich bleib erstmal noch sitzen. Ja. Oder kann ich reinfahren? Theoretisch kannst du auch reinfahren. Dann machen wir so dann. Auf Werkstattbasis. Und damit haben wir das Auto nach über 3 Stunden Blut, Schweiß und Tränen in die Base bekommen. Was ein Abenteuer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Vielen Dank fürs Ansehen.